Wir haben das wohl einmal vom Hof gemacht, weil der Vermieter wollte, dass ich mal aufs Gas latsche. Das war so laut, ihm haben die Ohren wehgetan und seine Frau hat sich beschwert, weil es so laut war und die Pferde sich erschreckt haben. Oh nein! Oh, das will ich aber fast auch mal hören. Kann man dann irgendwo machen, ja, aber vielleicht nicht hier. Nee, vielleicht nicht hier. Und hast du schon mal ausgetestet, Autobahn oder so? Also 300 bin ich noch nicht gefahren, 200, aber war nicht frei gewesen. Ich muss es jetzt auch nicht raus riskieren. Also nee, 300 geht da und... Ist eh fast unmöglich bei uns auf der Autobahn, ja, da noch irgendwann mal. Also es gibt schon Strecken, da geht es sehr schön gerade, ja, und wo die Straßen, wo es relativ neu gemacht ist, da kannst du schon fahren, wenn es frei ist, aber das ist ja dann fast nie. Nee, normal nicht. Und ich kenne das Auto ja auch noch nicht so, ja, und da will ich das sowieso, ja, nicht so wirklich ausreizen. Aber Landstraße macht bestimmt auch Spaß, weil ja, das ist bestimmt auch so, ein, so Kurven. Ist halt nochmal was anderes als ein Caddy oder so, weil der, ja, ist ja eher für gerade Strecken gemacht. Ja, also der liegt schon ganz anders. Da, also da, wo ich mit dem Cadillac 80 gefahren bin, kannst du mit dem hier 140 fahren. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Ja. Und der geht wahnsinnig ab. Also der Dodge hatte ja auch wahnsinnig krass viel Leistung gehabt. Aber der hier, der, das ist unglaublich, da ziehst du die Falten gerade. Geil. Ist der, wie neu ist der? Kriegt man den schon gebraucht? Den kriegt man auch gebraucht, ja, aber... Aber dann bestimmt auch für seine 80.000 oder so. Ja, kommt auf die Leistung an, ja. Aber sicherlich, ja. Voll die Umstellung, weil das ja ein Schalter ist und der hat 7 Gänge. Hatte ich noch nie. Ja klar, aber Sportwagen musst du eigentlich mit Handschaltung. Muss eigentlich schon, ja. Anders, da macht es ja keinen. Also es ist schon mit Automatik ist auch schon cool, weil du dich wirklich nur aufs Fahren konzentrieren musst. Aber es geht doch allein schon ums Gewicht. Ja. Automatik hat ja viel mehr Gewicht. Ja. Und es macht halt irrsinnig Spaß. Ja, leider nur ein paar Tage, ja. Das macht Spaß. Das ist schon mega, ja. Ja, geht nicht anders. Ich fand das so cool, ich wusste erst gar nicht, dass es ein Targa ist. Und ich so, oh mein Gott, das ist ein Targa, wie geil, ich bin ja noch nie Cabrio gefahren. Noch nie? Und jetzt, nee, noch nie, auch noch nicht mitgefahren. Und jetzt fahre ich seit heute Morgen Cabrio. Ja, das ist ja auch perfekt, dass es so ein Wetter ja hat. Ich habe das auch gar nicht gesehen, also du hast die Bilder gepostet. Ja. Da finde ich aber gar nicht gesehen, dass es ein Targa ist. Nee, sieht man wirklich nicht.
Fall. Das ist schon meistens auch.